So, lange hat es nicht gedauert, bis SpongeBob auf Kollegas Lines geantwortet hat. Und das gleich zweimal hintereinander. Bevor wir zu dem kommen, was SpongeBob geantwortet hat, zunächst zu der Historie dieser Beef-Geschichte. Soweit ich weiß, veröffentlichte Kollega auf Instagram vor langer Zeit ein Video, in dem er den Sprachduktus vom sonnenfarbenen Saugutensil imitierte. Während seiner King-Tour rief er seine Zuschauer dazu auf, ihm Fragen zu stellen. Ein Zuschauer stellte die Frage in den Raum, wer SpongeBob sei. Kollega antwortete auf der Bühne damit, dass San Diego sich unter dem Schwammkostüm verstecken würde. Außerdem gab es einen Juice-Artikel von Kollega, in dem er auch zu SpongeBob befragt wurde. Seine Antwort dazu war folgende. Soll ich die Karriereberatung für ganz Deutschland übernehmen oder was? Der arme San Diego, er könnte einfach diese Autotune-Scheiße weglassen, geilen Battle-Rap machen und noch dazu 2 Monate pumpen gehen, damit er nach dem aussieht, über was er rappt. Stattdessen zieht er sich ein SpongeBob-Kostüm an, dreht teure Videos, rappt krass, aber für was? Für nichts. Er kriegt Props von der ganzen Szene, macht aber wieder nichts daraus. Ist auch scheißegal, ob das alles abgesprochen ist. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die alle außer SpongeBob scheiße gerappt haben. Erst nach diesem Interview begann SpongeBob auf diese konkreten Sticheleien auf seinem Plankton-We-Tape zu antworten. Auf dem Album rappte er davon, dass er Kollegas Angstschweiß riechen könne. Auch bei Facebook gab es eine direkte Aufforderung des Battle-Schwammes für Kollega, den er zu einem Battle aufforderte. Und jetzt gab es die erste lyrische Antwort von Kollega auf seinem Track Genozid vom kommenden Zuhälter-Tape 4, in der er San Diego als Kostümträger tituliert, ihn verspottet und als Fanboy degradiert. SpongeBob antwortete mit 2 Facebook-Kommentaren. Der erste Kommentar war der Hashtag Verräter sterben zuerst. Dieser Hashtag schien noch ziemlich nebulös und wurde kurze Zeit später in einen anderen Hashtag umgeändert. Der zweite Post, ein paar Stunden später, wurde da schon konkreter. In dem stand, Kollega ist schwul. Für mich ist es die Ruhe vor dem Sturm, der im Begriff ist aufzuziehen. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, meiner Meinung nach, wenn dieses Battle nicht zustande kommt. Und auch wenn ich mich wiederhole zu dem, was ich in meiner literaturwissenschaftlichen Analyse zum Genozid-Track gesagt habe, ich schätze, dass es keinen von beiden schaden würde, dieses Battle stattfinden zu lassen. Es wäre im Battle-Rap-Kosmos das mögliche nächste Highlight und ich denke, dass ihr mir dazu stimmen werdet, dass beide Künstler eines beherrschen, die Zuschauer zu entertainen. Falls ich in meinem geschichtlichen Rückblick des Beefs gegebenenfalls eine Sache vergessen haben sollte, dann ergänzt diese Info einfach unten in den Kommentaren und erweitert dadurch diese News-Folge. Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie sich diese Beef-Geschichte weiter ausbreitet und weitergeht. Falls ihr euch die Wartezeit verkürzen wollt, verlinke ich euch hier meine literaturwissenschaftliche Analyse zu Kollegas Track Genozid. Und alle, die diese News-Folge mit dem Handy schauen, verlinke ich das Video in der Videobeschreibung. Falls euch diese News-Folge gefallen hat, dann teilt dieses Video und abonniert diesen Kanal, falls ihr weitere News-Folgen sehen wollt. Danke euch.